Ja, Mann! Weg mit dir! Weg mit dir! Ich soll mich nicht wehren. Was soll ich denn... Aua! Sonst machen, hm? Aua! Ja. Oh, Scheiße. Ich habe nur anderthalb Herzen. Was ist denn jetzt? Oh. Ich bin so gut wie tot. Aber wie kriege ich die... Ah, super. Wie kriege ich die weg? Ja, ich möchte fortfahren. Wie kriege ich die weg, dass die mich nicht die ganze Zeit töten? Hm? Wie? Nein! Nein! Scheiße. Ja, komm. Na, super. Das funktioniert also auch nicht. Ja, ich möchte fortfahren, eindeutig. Ich möchte das Ding jetzt zu Ende bekommen. Aber wenn ich fast gar keine Leben mehr habe und die Sachen scheiße sind. Na? Hau mal ab, kleine Hand. Du willst mich jetzt auch greifen? Ja, ich weiß. Nein! Aua. Nein. Ja, ich möchte fortfahren. Verdammt nochmal. Kann das Ding nicht einfach mal so ein Scheiß geben? So, wer will mich jetzt? Du willst mich, ist gut.
Wieso hat er mich jetzt bekommen? Ich bin doch aufgeglichen. So. Und jetzt? Oh, nein, drehen. Los, hin, hin! Ja, Leben. Ah, Scheiße. Komm, kühl dich ab. Ja. Na, komm, wer will mich? Komm, nimmt mich. Nimmt mich. Ja, ihr wollt mich doch auch. Ja, komm her. Ha. Nein. Ja, komm. Nein! Komm dahin und wieder zurück. Und das nächste. Und dahin und wieder zurück. Und dich kriege ich auch noch. Und abschießen. Ja, ich habe dich besiegt. Ja. Ich bin unbesiegbar. Wow. Mit meinem kleinen Teddy in der Hand. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tumber Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Nett. Ja, natürlich. So, ich würde sagen, wir haben den dummen Typen da besiegt und wir sind jetzt wieder im Wunderland. Alles sieht wieder wunderschön aus.
Pilze wachsen ohne Ende. Es gibt sogar Staubwolken. Da sind sie, wenn wir hinter Alice hergehen. Wow. Wir haben noch immer Blut auf dem Kleid, natürlich. Denn ein Wunderland wäre nichts ohne ein paar kleine Bluttropfen. Dieser wunderschöne Würfel macht uns auch nichts mehr aus. Denn wir gehen jetzt da nicht rein. Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Okay. Das war Alice MacLean. Alice MacLean ist der Vorgänger Alice Madness Returns. Ja. Ich muss sagen, ich habe das Spiel wirklich teilweise gehasst bis zum Geht nicht mehr. Aber es gibt Stellen, wo man das Spiel einfach nur lieb hat und genau weiß, warum man es spielt. Natürlich muss man dafür vielleicht stärkere Nerven aufbringen als ich und auch etwas mehr Geduld vielleicht, um alles zu sammeln oder sowas. Oder um das Spiel zu mögen, muss man halt schon gewisse Sachen mögen, sowas wie Jump und schlechte Programmierung. Nein, auf jeden Fall. Es war schon cool. Also wenn ich das jetzt noch mit einer ausgefeilteren Steuerung und richtig schönen Texturen gesehen hätte, ich würde den glatt sagen, das spiele ich nochmal. Aber so jetzt, naja, also es lohnt sich auf jeden Fall für mich, finde ich, zum einmal durchspielen. Es war gut, es war das Geld wert, ich glaube es hat 4,99 gekostet oder sowas. Also für das einmal durchspielen war es das sicherlich wert, das Geld. Was wollte ich noch sagen? Ja, es war hin und wieder, also es ist ein Jump'n'Run Spiel halt ohne Ende. Aber es war auch so, es gab Abwechslung da drin. Es gab zwar verzerrte Abwechslung, aber es gab auch schon was Abwechslung. Es war nicht nur Jump'n'Run. Das fand ich schon mal sehr schön. Ich muss sagen, ich mag das Spiel. Und ich kann auch verstehen, wenn welche Leute im Puppenhaus aufhören zu spielen, weil sie zu viel Angst haben oder sowas. Nein, ja, ich lasse euch jetzt noch mit den Credits alleine und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt. Wahrscheinlich ist das dann sogar schon entweder, doch, es müsste, ja, Skyrim sein, was ich jetzt mal spielen wollte. Skyrim, die Elder Scrolls. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.